Der Videoblog heute aus Melbourne mit Tamira Paschek. Tamira, gestern ein langes Matchups gehabt, 4-6, 1-3, dann hast du es noch gedreht. Wie war es aus deiner Sicht? War eine enge Partie, definitiv. Ich meine, erste Runden sind nie leicht, aber sie hat wirklich super gespielt. Und ich musste bis ins Limit, Gott sei Dank, das Match schon aggressiv und mit guten Bands spielen. Mit deinem Coach habe ich ein bisschen geredet, mit dem Andi, der war sehr stolz auf dich, weil du so gut gekämpft hast. Du bist immer dran geblieben, obwohl es nicht leicht war zwischenzeitlich. War es so, dass du wirklich immer dran geglaubt hast, dass du das bringst? Definitiv. Ich glaube, das war der Unterschied auch zu den ersten zwei Matches, die ich sehr am Brisbane und Sydney, dass ich wirklich bei jedem Ball dann dabei war und das ganze Match dran geglaubt habe. Heute der freie Tag, was hast du gemacht? Versucht lange zu schlafen, was nicht funktioniert hat, aber Stunde trainiert, ein bisschen Fitness, jetzt gerade beim Physio eingeschlafen. Die österreichischen Tennisfans interessiert. Morgen zweite Runde gegen Madison Keys, glaube ich. Hast du gegen sie schon mal gespielt? Habe ich noch nie. Ich habe auch noch nie mit ihr trainiert. Also ich weiß, dass sie, glaube ich, relativ gut aufschlägt. Von der Grundlinie sehr aggressiv spielt. Aber ich werde trotzdem wieder kämpfen und aggressiv spielen, um ein Spiel zu spielen. Bist gut vorbereitet. Auf jeden Fall. Super. Alles Gute nach Österreich. Ja.